Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich dachte mir mal, ich nehme euch hier und da noch mal ein bisschen mit die Tage. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Stadt, wenn ich fahren dürfte. Hallo. Danke. Ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt. Und zwar zum einen, weil ich meinen Selbstbräuner, der kaputt ist, vom Primark noch mal austauschen wollte gegen einen neuen. Und zum anderen bin ich so total dealertechnisch unterwegs heute. Ich habe nämlich bei Kleiderkreisel was verkauft und werde eine persönliche Übergabe gerade machen. Das Mädel hat mich halt drum gebeten, irgendwie ihr Bruder kommt abholen. Keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen nervig. Ich hätte es eigentlich nicht gemacht, wenn ich nicht eh in die Richtung jetzt müsste. Und ja, wir machen gleich eine persönliche Übergabe. Ich bin mal gespannt. Ansonsten ist für heute nichts Großartiges geplant. Ich habe Einkäufe schon gemacht. Ich habe auch eben schon eine Suppe fertig gemacht. Ich mache mal die Musik aus. Ich habe eben schon eine Suppe fertig gemacht, die ich jetzt schon das zweite Mal die Woche gemacht habe. Und oh mein Gott, die ist so lecker. Ich habe eine Linsensuppe gemacht mit roten Linsen nach türkischer Art. Das heißt es in dem Rezept, dass es nach türkischer Art ist. Und die schmeckt so gut und die ist so simpel. Ich kann euch das gleich mal zeigen, wenn ich nach Hause komme. Oder das Rezept mal unten in die Infobox packen. Es ist so gesund, es hat ganz, ganz, ganz viel Eisen drin. Und wir Frauen brauchen halt immer auch wieder mal Eisen. Und ja, es ist lecker, es ist leicht und es ist total easy zu machen. Also ich poste euch auf jeden Fall das Rezept unten rein. Und wie gesagt, die gibt es heute schon das zweite Mal. Ich freue mich total aufs Abendessen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich finde es total cool, dass mittlerweile so eine totale Community auf YouTube gewachsen ist. Und ja, viele von euch echt aktiv kommunizieren. Also ich finde es total witzig und es ist echt eine coole kleine Truppe mittlerweile geworden. Ich freue mich sehr über den Kontakt mit euch. Und ja, irgendwie ist es so ein bisschen, man ist zwar jetzt alleine unterwegs, aber man hat immer das Gefühl, man hat so ein bisschen Gesellschaft. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt jetzt total freaky. Aber das ist so ein bisschen, also ich kommuniziere mit euch, aber ihr seht das Ganze halt einfach ein bisschen später. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich irgendwie Gesellschaft mit habe. Es ist total, aber egal. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, ich würde sagen, wenn ich nicht gleich gekidnappt bin, sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. So, das hat alles wunderbar funktioniert. Von wegen Kidnapping. Der Junge, der die Jacke abgeholt hat, war irgendwie der kleine Bruder von der. Und ich glaube, der war gerade mal 15. Aber ganz süß. Hat alles gut funktioniert. Und ich habe mir jetzt eben noch in diesen Shopping-Arkaden-Dingern so einen leckeren Ingwer-Orangensaft geholt. Und ich gucke jetzt, dass ich ganz schnell nach Hause komme, weil das Wetter ist echt mega eklig. So, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe mich in meine muckeligsten Klamotten geschmissen, um diesem Wetter so ein bisschen zu trotzen. Das ist nämlich so eklig draußen. Den ganzen Tag schon ist es eigentlich wie abends. Seit heute Morgen wird es nicht richtig hell und ja, ganz eklig. Was ich euch noch gezeigt haben wollte, ich habe diese Ohrringe eben noch aus dem Primark mitgenommen und denkt euch jetzt bestimmt, boah, Silvi, was sind das für hässliche Ohrringe? Ja, so wie sie hier gerade sind, sind sie auch definitiv nicht super, super schön. Aber ich werde dieses Dreieck hier unten und dieses Viereck hier oben rausnehmen und werde diese zwei Tessels, die da unten dran sind, die finde ich nämlich besonders schön, die werde ich direkt hier oben an das Dreieck dran machen. Und wenn ich dann fertig bin, dann sind das die geilsten Ohrringe überhaupt. So, was wollte ich euch noch gezeigt haben? Ach genau, die Suppe, die wartet schon darauf, gegessen zu werden. Ich kann es kaum abwarten, dass mein Chef gleich von der Arbeit kommt. So sieht die aus. Reicht auch locker für zwei Tage. Die Suppe wird am Ende noch püriert. Da wird jetzt gleich noch ein bisschen Zitrone drauf kommen. Und dann tunken wir da lecker Fladenbrot rein. Und es ist so lecker. Ich werde euch auf jeden Fall das Rezept unten in die Infobox packen. Müsst ihr unbedingt nachmachen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, belassen wir das bei heute für den Vlog. Und ich melde mich bestimmt morgen nochmal wieder. Und würde sagen, bis dann. Hallo, da bin ich wieder. Etwas verändert, wie ihr gerade seht. Ich war nämlich eben noch sehr, sehr, sehr spontan beim Friseur gewesen und habe mir echt so ein Stück Spitzen unten abschneiden lassen und habe wieder meinen Bob aufgefrischt. Und ich bin sehr glücklich, weil meine Haare sind dadurch nicht mehr so super fisselig wie vorher. Und ja, die Friseurin hat sich auch gedacht, heute einfach mal ein bisschen weniger Kohle zu nehmen, beziehungsweise wollte sie mein Geld nicht. Ich habe sie nämlich darauf angesprochen und meinte, wie sieht das aus? Ich muss Spitzen schneiden und mein Blond ist irgendwie total ausgelutscht wieder. Kann man da mit so einer
Glanztönung mal eben drüber gehen, so ein Dialight. Ach, ihr seht ja meine Nachrichten gar nicht. Ich will die mal wegmachen. Mit so einem Dialight-Ding nochmal drüber gehen, guckte sie mich total verwundert an und meinte so, ja, wir haben hier so ein Blond-Shampoo, das kann ich dann anwenden. Ist okay, dann machen Sie mal. Und vom Blond-Shampoo hat man eigentlich gar nichts gesehen. Also die Spitzen waren geschnitten, aber die Haarfarbe war eigentlich noch genau die gleiche. Deswegen kam ich nach Hause und habe nochmal mein Dialight reingemacht und habe wieder ein kaltes Graublond und habe einen frischen Bob und ich fühle mich wieder richtig, richtig wohl. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz mein Outfit zeigen. Ich habe nämlich gerade 5-mal die Klamotten gewechselt und habe mich doch wieder so für ein Wohlfühl-Outfit entschieden. Wir gehen nämlich gleich zum Deichkind-Konzert. Und ich freue mich sehr. Und ich warte jetzt noch auf meinen Freund, der kommt jetzt gleich nach Hause. Der macht sich ganz, ganz, ganz schnell frisch. Und da müssen wir sofort los, gehen, glaube ich, noch seinen Bruder abholen und dann geht es ab nach Mönchengladbach. Und ich zeige euch einmal kurz mein Nach Outfit. dreimal oder viermal umziehen, das ist jetzt die bequeme Variante geworden. Ich habe so eine Fake-Leder Hose angezogen von Zara ist das, glaube ich. Die sitzt halt nicht zu weit, nicht zu eng, ist super, super bequem. Unten habe ich meine metallicfarbenen Sneakers von H&M an. Die mag ich persönlich ganz gerne, ist aber absolute ja, Geschmackssache. Oben habe ich mich auch für etwas Lockeres entschieden. Mein Zero Fucks Given oder Givenchy-T-Shirt habe ich angezogen. Das sitzt super locker und bequem und dürfte auch keine Schweißflecken zeigen, wenn es denn dann soweit ist. Ich habe meinen Arm wieder komplett bunt gestackt mit ganz vielen Armbändern, was mich immer sehr glücklich macht. Ich liebe es, meine bunten Armbändchen am Arm zu haben. Genauso wie meinen neonfarbenen Nagellack. Der musste heute einfach sein. Zu dem Anlass passt das heute richtig gut. Und Make-up ist auch recht simpel. Ich habe nochmal welches drauf gemacht. Und habe meine Wimpern nur ein bisschen getuscht. Und habe meinen Lime Crime Velveteens Kaschmir drauf. Ich bin gespannt, wie der sich so verhält über den Abend mit Getränken und allem. Aber zur Not nehme ich noch einen anderen mit. Und jetzt kann es gleich losgehen Richtung Party. Ich freue mich total. Das ein geiles Konzert. Das hat so Bock gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Also ich weiß, dass Deichkind gut ist, aber dass es mich so vom Hocker haut, Respekt echt. Also ich glaube, wir haben die kompletten 1,5 Stunden alle durchgetanzt. Es hat nur Spaß gemacht. Das Publikum war tierisch in Feierlaune. Also wir haben alle gestanden und sind gesprungen und haben getanzt. Es war echt eine mega geile Stimmung. Ich bin jetzt aber auch echt platt und bin froh, wenn wir gleich in Köln ankommen und ich dann endlich ins Bett kann und entspannt ins Wochenende starten kann. Aber der Freitag war schon ein mega geiler Auftakt. Das war echt richtig cool. Wir sind hier gerade an der Tankstelle, ich glaube schon 30 Kilometer vom Konzert entfernt und immer noch sieht man überall die. Es läuft gerade sogar so ein Remix von denen im Radio. Voll der Zufall. Hier sieht man auch die ganzen Fans und deren hier bunte Deichkind-Klamotten und so Leuchtröhren um die Köppe. Es ist echt ja, sehr empfehlenswert. Deichkind-Karten auf jeden Fall kaufen und live sehen. Es lohnt sich ohne Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Hallo an diesem wunderschönen Sonntagvormittag. Die Sonne knallt jetzt schon total und heute wird das Wetter endlich mal genossen, nachdem ich gestern einfach nur flach lag. Ich habe gestern gar nicht gefilmt. Denn ich hatte, glaube ich, den dritten oder vierten Tag Kopfschmerzen in Folge, was möglicherweise an dieser wundervollen Woche im Monat liegen kann. Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall mega nervig. Gestern ist alles ins Wasser gefallen. Heute wird es dafür umso schöner. Ich packe nämlich gerade meine Kühlbox. Heute geht es nämlich mit meinen Mädels aus Aachen zu einem Picknick bzw. Brunch in die verbotene Stadt nach Düsseldorf. Und wir werden uns dort an den Rhein chillen und ein bisschen zusammen essen. Jeder hat eine Liste bekommen mit Sachen, die er mitbringen soll. Und dann wird gleich lecker geschmaust. Und zur Feier des Tages habe ich diesen Aachener Sekt gleich mit, der natürlich perfekt heute ins Thema passt.
Ja, auf Make-up habe ich wieder komplett verzichtet, weil heute ist natürlich wirklich ein bisschen Sonnenbaden angesagt. Ich habe nur meine Wimpern getuscht und auf den Lippen trage ich einen meinen Lieblings, einer meinen, einer trage ich einen meiner Lieblingsglosse. Ganz ruhig, Sylvie. Das ist die 191 von Chanel, sieht so aus. Das ist auch so ein Changierend da. Da habe ich ja, wie gesagt, immer so eine Schwäche für. Und die mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ich kann euch auch noch mal mein Outfit zeigen. Ich habe nämlich das Kleid an, was ich schon mal anhatte in einem Vlog, aber da habe ich es euch nicht komplett gezeigt. I show you. Das ist übrigens das gleiche Kleid, was ich letztens schon mal anhatte, wo wir nach Aachen gefahren sind. Ich habe es euch da aber nicht komplett gezeigt. Und zwar ist das so ein luftiges Sommer, weiß ich nicht, so eine Art Strandkleid von ASOS. Hat einen sehr, sehr hohen Schlitz. Also beim Laufen ist dann schon immer so das ganze Bein draußen, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal ein bisschen nervig, aber es ist halt einfach super, super luftig. Und ja, hier oben habe ich ein bisschen zugeschnallt. In Kroatien hatte ich das komplett auf, weil es ist wirklich bis hier unten aufgeschnitten. Aber hier in Deutschland fühlen sich ja viele durch ein bisschen zu viel Moppen-Action angegriffen. Deswegen habe ich die mal verpackt. Und ja, unten habe ich meine Hunkemöller-Sandaletten an, die ich auch ständig anhabe. Also die haben sich komplett ausgezahlt gemacht. Und ja, ein paar Armbändchen. Also wirklich komplett drauf eingestellt, heute einfach nur in der Sonne zu liegen und ein bisschen Farbe zu kriegen. Und genau, so sieht das von hinten aus. Eigentlich sehr, sehr süß geschnitten. I like it a lot. Und ich pack mal zu Ende. Tachchen, ich bin mal wieder unterwegs, wie ihr, glaube ich, unschwer kennen könnt. Ich pese mal wieder durch die Gegend. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ich hatte wirklich einen super schönen, entspannten Sonntagnachmittag bzw. Abend mit wirklich im engsten Freundeskreis. Wir waren den ganzen Tag, haben wir im Sand gechillt, lagen am Strand in Düsseldorf. Und haben lecker geschmaust und gequatscht. Das war wirklich ein traumhafter Sonntag. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer Freundin, von der ich mich verabschieden muss. Sie hat sich nämlich dafür entschieden, wieder zurück ins Heimatland zu ziehen und wird morgen Deutschland verlassen. Und ja, ich bin sehr traurig. Ich habe die große Farewell- bzw. Abschiedsfeier verpasst. Da war nämlich gerade das Deichkind-Konzert am Freitag. Das fiel leider Gottes auf den gleichen Tag und wir hatten die Tickets schon. Deswegen fahre ich jetzt halt persönlich zu ihr, Sonne knallt, um mich zu verabschieden und habe ein kleines Fläschchen Sekt dabei, um mit ihr auf ihren neuen Lebensabschnitt anzustoßen. Und ja, das ist so das, was ich heute Abend vorhabe. Ich muss jetzt einparken. Ich kann auch nicht filmen, reden und einparken. Ja. So viel dazu. Mehr gibt es heute gar nicht zu erzählen und wir sehen uns bestimmt morgen wieder. Hallo meine Lieben, ich wollte euch noch mal ein bisschen updaten. Wir haben heute schon, was haben wir heute? Ja, Dienstag? Wann habe ich das letzte Mal gefilmt? Gestern? Oh, was bin ich so kopflos im Moment? Ja, gestern, genau. Abschied von meiner Freundin, was echt doch ziemlich traurig war. Also ich hab lange die Fassung gehalten, sie auch, aber mir kullerten dann doch zum Schluss echt ein paar Tränen. Also ich war schon sehr ergriffen und habe auch gestern noch ein paar Stunden gebraucht, als ich nach Hause kam, um ja einfach so ein bisschen zu checken, dass sie jetzt wirklich erstmal weg ist und dass die Wohnung leer steht und so weiter. Ja, war auf jeden Fall doch relativ emotional das Ganze dann zum Schluss. Heute Nachmittag hatte ich den Papa von meinem Freund zu Besuch, der war auf Kaffee und Kuchen hier. Wir haben uns so ein bisschen um das Geburtstagsgeschenk von meinem Freund gekümmert. Es wird auf jeden Fall eine ganz süße Überraschung, wo er sich sehr darüber freuen wird. Ich persönlich auch, aber da gibt es mit Sicherheit bald mehr zu. Hello again. Ich habe mir gerade eine Tasse Kaffee gemacht, obwohl wir schon 8 Uhr abends haben. Aber ich bin ein Kandidat, ich kann noch Kaffee vorm Schlafengehen trinken. Nicht, dass ich jetzt gleich schlafen gehe, aber ich kann auch Kaffee um 10 oder 11, was weiß ich, trinken. Möglicherweise kann es an meinem Kaffeekonsum liegen, dass ich das ganz gut vertrage und mein Körper das ganz gut wegsteckt. Ja, worauf ich definitiv nicht stolz sein kann. Ach, wo ich gerade sehe. Oh, was ganz Tolles. Ich habe hier in dem Gläschen eine Yankee Candle Duftkerze, aber so ein Teelicht drin und an einem anderen Ort auch noch eine, glaube ich. Also zwei Teelichter von Yankee Candle von der Sorte Waikiki Melon. Und die riecht es so gut in der Bude. Es ist so fruchtig, frisch und ich liebe es, wenn ich heimkomme, dass es so lecker, lecker riecht. Ich bin ein totaler Duftmensch. Ja, zum heutigen Tag.
Ich habe heute den Tag über nicht gefilmt, weil der Tag ein bisschen wusi-wusi-wu war und ich kam irgendwie zu gar nichts so richtig. Und ich war so, glaube ich, um 5 ungefähr zu Hause gewesen und habe dann wieder Stunden vorm Internet verbracht, eigentlich bis gerade eben. Das tue ich sehr oft in letzter Zeit und dieses im Internet versacken macht mir im Moment auch nicht großartig Spaß. Es geht sich nämlich um den Hintergrund, dass ich komme ein bisschen ins Licht, da seht ihr ein bisschen mehr, wobei mehr wollt ihr, glaube ich, auch gar nicht sehen. Aber hier hinten ist es so pixelig, ich bleibe jetzt hier. Und zwar wegen dem Hintergrund, dass mein Freund und ich in nicht allzu langer Zeit aufbrechen werden Richtung Irland. Für mich, ich bin ein Wiederholungstäter, ich fliege jetzt das dritte Mal auf die Insel. Für meinen Freund ist es jetzt das erste Mal. Wir fliegen wieder in den gleichen Spot, wie ich auch letztes Jahr da war. Vielleicht habt ihr meine Vlogs gesehen. Und ich freue mich total, ihm das Land zu zeigen. Und warum ich jetzt so im Internet versacke, ist zum einen, was auch immer sehr, sehr aufwendig ist, ich rekonstruiere so gerade so Tagestrips, die man so machen könnte. In den Norden, in den Süden. Wir sind halt mit dem Mietwagen die ganze Zeit unterwegs. Und ich habe jetzt halt so eine Mappe angefertigt. Da kommen natürlich zum einen die Fluggeschichten rein. Und zum anderen habe ich halt wirklich so Sachen ausgedruckt bezüglich Parkhäusern in der Innenstadt und Touren. Und irgendwelche tollen Cafés, wo ich letztes Mal gewesen bin, wo man noch mal hingehen muss und keine Ahnung. Also ich versuche halt wirklich die Mappe so zu füllen, dass man eigentlich jeden Abend da reingucken kann und sagen kann, okay, morgen machen wir das und das und das und das gehen wir dann ins Navi an und dann geht's los. Ja, genau. Und warum das Ganze nicht so ganz angenehm ist, ist deswegen, weil wir beide, ganz besonders ich, möchten halt unbedingt eine Whale-Watching-Tour, also Whale- and Dolphin-Watching-Tour machen in Irland. Und wir sind ganz im Westen von Irland. Also, hup, habt ihr das gehört? Boah, war das laut. Wir sind ganz im Westen Irlands. Das heißt, von Galway nochmal 1,5 Stunden westlich nach Connemara rein. Und ich habe die ganze Zeit nach Whale-Watching-Agencies gesucht, die im Westen starten, damit man nicht so weit wegfahren muss. Aber da ist nichts machbar. Und ich habe gegoogelt, bis mein Internet gedampft hat, aber kriege da nichts großartig raus. Oder ich kriege irgendwie eine Absage, weil das Boot gerade kaputt ist. Oder die bieten die Touren gerade nicht an oder sind ausgebucht. Also es ist eine Katastrophe. Und ich habe jetzt schon die Inhaberin unseres Hauses schon penetriert und darauf angesprochen. Es ist eigentlich gar nicht ihr Business, aber die ist so lieb und guckt halt auch so ein bisschen mit. Dann habe ich irgendwie die Irish Dolphin and Whale Community blablub angeschrieben. Also ich mache richtig Tamtam, damit sich irgendwer mit meinem Problem beschäftigt, dass ich Whale Watching im Westen machen will. Aber ich musste jetzt gerade, weil einige Leute auch geantwortet haben, zu der Erkenntnis kommen, dass wir wahrscheinlich doch ein paar Stunden Fahrt in Kauf nehmen müssen. Und die Rede ist hier wahrscheinlich von 4 bis 5 Stunden pro Strecke. Aber genau, ich habe noch heute Mittag, habe ich noch mal in Irland angerufen, in Sligo im Norden. Und ich bin ja, oh, ich liebe halt Irland, ich liebe auch die Leute in Irland. Und das Telefonat hat mir wieder mal nur gezeigt, wie geil die eigentlich sind. Denn die haben auch mal Whale-Watching-Touren angeboten, tun es aber gerade nicht. Und ich wollte eigentlich auch nicht viel mehr wissen, ob sie es machen und wie hoch der Preis ist, etc. Und der Typ musste mir leider eine Absage erteilen und hat dann ungelogen, ich glaube, 5 Minuten lang mir noch Alternativen vorstellen wollen und bla und blub. Und ich habe mich dreimal verabschiedet, der hat immer weiter geredet und vielleicht hier und ruft da an. Und ach, die sind so herzig. Ich bin so verliebt in die Iren, das ist unglaublich. Ja, jedenfalls hat auch er gesagt, Mädel, wenn es wirklich dein Wunsch ist, dann mach das. Dann nimm die Fahrt in Kauf und hast du nicht gesehen. Und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich am Wochenende so eine Tour mal buchen und ein bisschen durch die Gegend juckeln. Was soll's? Ja, heute werde ich großartig nichts mehr machen. Ich habe übrigens meine bunte Kiste ausgepackt. Ich habe nämlich gleich vor, eine DVD. Oh Gott, ich kriege sie gar nicht hoch. Eine DVD zu gucken. Ich habe es mir jetzt auch ganz gemütlich gemacht mit Kerzen und wollte mir nochmal die Nägel lackieren. Und hier ist meine bunte Kiste voll mit Lacken. Ich bin ein kleiner Nagellack-Freak. Und habe schon eine gute Sammlung. Ich kriege die auch niemals alle aufgetragen. Früher oder später kriegt immer noch mal meine kleine Schwester ein paar von den Dingern. Weil, ja, man hat dann doch von jeder Farbe so 5 Nuancen oder so. Ja, so viel dazu. Ich bin morgen früh mit ein paar Mädels zum Brunchen verabredet. Werde aber wahrscheinlich schon entweder morgen oder übermorgen meinen nächsten Weekly Vlog einfach mal starten. Und ich würde somit sagen, ich beende den Vlog hier an dieser Stelle. Ich bin wieder mal ganz mutig. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich zusammengefilmt habe.
Ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Wenn ich jetzt merke, dass es voll wenig ist, dann filme ich morgen einfach weiter. Wenn nicht, könnt ihr euch vielleicht auch einfach mal darüber freuen, dass ein Vlog von mir nicht allzu lange geht. Ist ja auch mal nicht schlecht. Ne? Ich will euch ja nicht immer eine halbe Stunde aufhalten. Und ja, ich schicke euch einen ganz, ganz dicken Kuss aus Köln. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.